Moin, liebe Märchenfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist immer noch Kenny und wir befinden uns hier in der nächsten Episode zu Graveyard Keeper. Ja, wir sind tatsächlich gerade im Totenpferd und wollen hier Fleischpakete verkaufen. Die habe ich mal soweit vorbereitet, dass wir die dann hier jetzt mal veräußern können. Und ja, das wollen wir doch auch direkt mal tun. Und das soll aber noch nicht alles sein. Wir haben hier noch so ein bisschen Möhrchen und Rüben und Kohl auf Tasche. Die wollen wir dann auch gleich noch verscherbeln. Aber ich würde jetzt zuallererst einmal gerne noch Richtung Leuchtturm gehen wollen. Es ist ja ein neuer Tag. Vielleicht können wir da dann ja auch schon wieder ein gutes Fischfilet kaufen. Und ja, das sind ja so Sachen, mit denen wir uns jetzt herumschlagen müssen. Mehr oder minder, damit wir dann für den nächsten Sonntag gut gewappnet sind. Der ja sicherlich auch kommen wird. Und damit wir endlich nach der herben Enttäuschung in der letzten Episode dann unsere Kirche auch weiter ausbauen können. Ja, dann wollen wir hier mal noch schnell durch den Nebel latschen. Jetzt kam sogar schon wieder eine Leiche an. Dann müssen wir uns natürlich doppelt sputen. Einmal prüfen. Können wir da bei ihm schon wieder was kaufen? Ja, tatsächlich. Ein gutes Fischfilet. Bitte gerne. Ah, jetzt können wir sogar zwei auf einmal kaufen. Ja, dann mache ich das doch. Das ist halt bloß die Frage. Jetzt haben wir zwei von den bronzenen und zwei von den silbernen. Was einem da denn jetzt mehr weiterhilft? Könnt jetzt natürlich weiter angeln, aber... ja, angeln ist jetzt nicht so meine Passion. Wie man ja vielleicht leicht gemerkt hat. Nee, wir gehen hier durch. Und ja, mit dem Ruhestein sind wir jetzt einmal ganz schnell nach Hause gesprungen. Und dann wollen wir jetzt ja auch gleich einmal die frisch angelieferte Leiche angucken. Was die denn hier für uns bereithält. Ob man da noch was Sinnvolles draus machen kann oder ja, kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? Unter dem Motto wird das dann laufen. Also schnappen wir uns den Kollegen mal und schauen uns das Ganze mal an. Autopsie. Uha. Oh, kann man mit arbeiten, aber tatsächlich sind wir jetzt schon an so einer Stelle hier, wo man wirklich sagen kann, okay, eine Leiche mit 5 Schädeln, legt man sich sowas auf den Friedhof? Ich würde jetzt eigentlich fast mal behaupten, nein. Die würde ich jetzt tatsächlich einfach wirklich mal ihrer wertvollen Ressourcen berauben, die man gebrauchen kann. Also sprich sowas wie Blut raus, Fett raus. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ja, Haut auf lange Sicht ja auch zur Papierherstellung. Schädel kann man, könnte man theoretisch auch rausnehmen, aber ja, dann kann man das Ganze auch verfeuern. Deswegen, ja, das ist jetzt so. Ja, das machen wir jetzt so. Habe ich jetzt so beschlossen. Kraft eigener Arroganz. Schädel nehmen wir auch raus. Zack. Genau. Jetzt hätten wir hier draus sogar eine 6-Schädelleiche gemacht. Aha. Wäre noch nicht mal Ärztefusch. Aber bis hierhin soll das reichen. Die wird verfeuert. Gut ist. Lassen wir hier erstmal kurz liegen. Und packen direkt die extrahierten Rohstoffe aus der Leiche mal weg. Das wird die hier gar nicht erst mit uns wieder großartig rumschleppen. Inventar wird nämlich schnell genug voll. Hier haben wir schon wieder gar keinen Platz mehr für die Haut. Aber die packen wir dann hier rein. Genau. Ach ja, den Glauben können wir eigentlich auch direkt mal loswerden. Gut. Gut, gut. Genau. Dann nehmen wir uns die Leiche mit, bringen die nach draußen und verfeuern die. Das ist jetzt erstmal so die Herangehensweise. Leiche nehmen. Und genau, hier unten haben wir ja unseren Einäscherungsplatz. Und dann brauchen wir natürlich wieder Holz dafür. Jetzt weiß ich bloß gerade leider gar nicht, ob wir Holz da haben. Natürlich nicht. Es ist nichts an Holz da. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, dann machen wir uns jetzt hier einmal selber die Hände schmutzig, bevor wir jetzt da hinten hinlatschen zu unserer Holzproduktion, wo ja unser untoter Mitarbeiter fleißig ist. Und müssen jetzt dann halt einmal selbst nochmal Hand anlegen. Das nützt ja nun mal nichts. Denn, wenn wir eins nicht haben, dann ist es Zeit. Zeit ist immer noch die wertvollste Ressource. Deswegen, zack. Nehmen wir uns jetzt die Holzscheide direkt mit. Oha. Dann auch gleich wieder Torf und Maden unterwegs eingesammelt. Genau, aber dann packen wir das gleich auch wieder aus oder weg, wie auch immer. Das machen wir. Genau, einen Ort, um Leichen zu verbrennen. Oh, diesmal mal da. Zack. Mal gleich mit ran auf den Meter. So.
knüppeln wir das Ganze hier zusammen. Sü. Auf mit dir und Abfahrt. So, viel Spaß im Jenseits. Dann wollen wir genau die gerade eben eingesammelten Maden erstmal wegpacken. Zum Blödsinn, das macht ja auch wieder nur das Inventar voll. Genau, hier gleich den nächsten Tor fertigen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich ja, abseits der Aufnahme dann jetzt einfach schon mal die Landwirtschaft wieder weiter betrieben. Und ja, im Moment plätschert das hier so vor sich hin. Ich habe tatsächlich auch im Inventar hier noch so ein paar Kohlköpfe, Möhren und ähnliches, die ich dann tatsächlich jetzt auch verkaufen möchte, zeitnah. Aber das machen wir jetzt, sobald der nächste Tag angebrochen ist. Vorher können wir hier erstmal noch mal ein wenig wieder auspacken. Ordnung schaffen. Genau, das Holz muss ja auch dahin, wo es hingehört. Nützt uns ja nichts, wenn es hier irgendwo in der Valla Pampa wieder rumliegt. So. Und dann können wir eigentlich auch mal prüfen, ob wir für den heutigen Tag... Ah, Schlange ist heute wieder da. Eimer voll Blut habe ich jetzt noch so im Hinterkopf. Genau, dafür brauchten wir die Balken. Nehmen uns die Balken mit. Blut haben wir nämlich unten auch noch. Das können wir herstellen. Aber Nägel... Er wollte, glaube ich, auch Nägel. 5 blutige Nägel. Ich wüsste gar nicht, wo man die jetzt herstellen soll. 5 blutige Nägel. Kann man das hier machen? Nägel? Hier kann man Nägel herstellen, ja. Schön, aber... Mal einmal Nägel. Aber wo zur Hölle stellen wir denn blutige Nägel her? Puh. Hatte ich die Balken jetzt eingepackt? Ja, hatte ich. Gut, ich habe nicht nur davon gesprochen. Ist ja auch immer noch so eine Geschichte, ne? Gut. Dann wollen wir uns das doch mal anschauen. Wollen wir uns das doch mal anschauen, ob wir nicht vielleicht hier auch irgendwo die blutigen Nägel herstellen können. Kommen wir hier mal rein. Einmal mit Blut können wir hier auf jeden Fall herstellen. Das machen wir doch mal direkt. Nicht genug Energie. Oh, ist das Brot. Ohne Brot geht hier gar nichts. So, jetzt haben wir einen Eimer mit Blut. Wie viel wollte er haben? Einen Eimer mit Blut und 5 blutige Nägel. Wo machen wir denn die blutigen Nägel? Macht es irgendwie auch keinen Sinn für mich, wenn ich ehrlich bin. Das ist hier der Kirchenarbeitstisch. Oh. Und das Buch, Kerzen, Hanfseile. Schwierig. Na gut, bringen wir dann halt erstmal den Eimer voll Blut und das ja, Falschgeld, was wir von der Frau Anmut bekommen haben, zu ihm. Schmeißen wir das mal im Kopf, mal gucken, was passiert. Genau, Frau Anmut schickt dir dies. Haha, hat sie dir erzählt, dass es ein Scherz war? Sie war mal so süß und naiv. Bist ihr neuer Liebhaber oder was? Ja, ich habe sie gerade erst getroffen. Und schon stehst du unter ihrem Pantoffel. Typisch. Ah ja. Gib ihm den Eimer voll Blut. Oh, Heidenblut. Das sollte funktionieren. Ich mag dich nicht, aber deine Unterstützung wird berücksichtigt werden. Reden wir mal über das Geschäftliche. Ja, warum nicht? Hat mir gesagt, dass du mir illegale Dinge besorgen kannst. Wenn du das gehört hast, muss das ja stimmen, aber eine Hand wäscht die andere. Und 2 waschen das ganze Gesicht, ne? Ich brauche einen Passierschein. Oh. Wir haben einen Passierschein gekriegt. Wir können jetzt in die Stadt, oder was? Das ist ja krass. Ich suche nach Restaurationswerkzeug. Ich habe eine Aufgabe für dich. Besorg mir Restaurationswerkzeug. Eine Aufgabe? Wie niedlich. Was denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Ich habe Geld. Ich bezahle dich. Ha, ich habe gerade keine Verwendung für dein Geld. Wenn du mir dabei hilfst, meine Lebensaufgabe zu verwirklichen, unterstütze ich dich vielleicht auch. Quid pro quo, wie die Dorfbewohner sagen. Ja. Okay, aber wir haben jetzt bekommen einen Passierschein. Das heißt, wir dürfen jetzt in die Stadt gehen. Cool. Das wäre ja mal eine feine Nummer. Ich weiß auch gar nicht, wenn man da jetzt reingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Dungeon ist. Kerkerebene. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dass man hier bestimmt kämpfen muss und so eine Kacke, ne? Was ist hier eigentlich... Okay, hier können wir erstmal was abbauen, zusammenknüppeln, whatever. Oder auch nicht. Nägel haben wir gefunden. Fein. Was gibt es hier? Ja, da ist eine Fledermaus. Okay. Aber ich habe hier noch mein ranziges Schwert am Start. Das irgendwie nicht so cool ist. Und auch nichts zum Heilen mit. Das ist bestimmt prinzipiell auch erstmal eine ganz schlechte Idee, was ich hier gerade mache. Aber ich wollte mir das jetzt einfach mal angucken hier.
was es hier so gibt. Ah, wenn diese Fledermaus sich ständig abhauen würde. So, danke. Und der Schleim ist hier auch unterwegs. Immer so einen nach dem anderen ranziehen. Ich glaube, das ist gesünder. Ah, und die Energie, die geht auch schon wieder flöten. Eieiei. Zack, grüner Schleim. Okay. Ja, was gibt's denn hier noch so? Oh, noch mehr Gegner. Oh. Ja, okay, das ist, glaube ich, nochmal was. Eine andere Art der Exkursion wert. Aber nicht jetzt. Dafür sind wir jetzt gerade nicht vorbereitet. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Gut. Naja, immerhin haben wir ein paar Nägel mitgenommen. Das ist doch auch schon mal was. Jetzt ist die Frage, gehen wir noch schnell Richtung Dorf? Und verscherbeln dann beim Bauern noch unsere Erzeugnisse. Das könnte man eigentlich tun, ne? Bisschen Geld machen. Beziehungsweise zum Leuchtturm noch fix. Jetzt ist ja schon wieder der nächste Tag und das gute Fischfilet kaufen. Ich glaube, das wäre mir jetzt erstmal wichtiger. Das will ich auf jeden Fall safe fertig haben, bevor der nächste Sonntag kommt. Also damit wir endlich die Kirche aufs nächste Level hieven können. Und das halte ich für äußerst wichtig, damit wir weiterkommen. Das ist im Moment so ein Flaschenhals mit den, in Anführungsstrichen, wenigen Glaubenspunkten, die wir da generieren können. Das finde ich irgendwie nicht ganz so gut. Deswegen ja, ist mir das halt ein großes Anliegen, dass wir das jetzt zuerst erstmal weiter voranbringen, das Ganze. Da steht ja schon der Leuchtturmwärter. Wollen wir mal hören, was er erzählt. Nicht viel, aber wir können handeln. Zack. Und diesmal, heute hat er zum Beispiel wieder nur eins. Ah, und es ist schon wieder eine Leiche da. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Das hatten wir schon mal. Nach Hause bitte. Dann gehen wir wieder durch den Keller. Na gut, zum Bauern haben wir es dann wieder nicht geschafft. Ist aber nicht schlimm. Das machen wir dann am nächsten Tag. Dann vielleicht. Schauen wir uns jetzt erstmal die Leiche an, die jetzt angeliefert wurde. Was die kann oder halt auch nicht. So, und dann schmeißen wir das Ganze mal hier rauf. Oh, oder auch nicht. Nochmal bitte, jetzt aber. Oh, drei Schädel, drei rote. Also wenn wir Blut und Fett entfernen, dann kriegen wir da auf jeden Fall zwei weiße raus. Ja, ich meine, so welche haben uns schon mal auf den Friedhof gelegt. Warum nicht? Komm, wollen wir mal nicht so sein. Blut und Fett raus. Und dann legen wir uns das Ganze hier auf den Friedhof. Dann leeren wir gleich wieder die Taschen. Und den Passierschein vielleicht auch gleich raus. Weil in die Stadt gehen wir jetzt erstmal nicht. Weil das ist meiner Meinung nach jetzt erstmal nur was, um weiter vorwärts zu kommen im Sinne von... Quests. Ich glaube, da könnten wir ja hier Sachen kaufen, was der Astrologe uns gesagt hat. Genau, Säure bräuchten wir, damit wir dann... ja, das Tagebuch da weiter entziffern könnten und so. Und wir haben jetzt erstmal noch genug andere Sachen auf dem Schirm, um die wir uns kümmern können, müssen, wollen, dürfen. Und deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier noch in unserem Mikrokosmos. Ah, die Möhrchen sind jetzt auch wieder leer. Könnte man ja auch gleich nochmal auffüllen. Und genau. Das ist jetzt erstmal so Phase, was wir wollen. So. Bauen wir doch hier nochmal ein Grab hin. Zack. Buddeln wir uns das Ganze mal aus hier. Rein mit dir und zu. Reicht das? Ja, hat gereicht. Entscheidungssekunde. Sehr gut. Sehr gut. Ach ja, hier haben wir ja auch schon wieder was verbrannt. Das war ja auch von Erfolg gekrönt. Sehr schön. Fertigen. Da packen wir nochmal 10 Möhren rein. Und bevor wir einfach nochmal eine Runde pennen gehen, würde ich jetzt tatsächlich nochmal bei unseren Bienenstöcken vorbeigucken. Da dann noch einmal die Rohstoffe rausholen. Form von Wachs. Hoffentlich, damit wir wieder ein paar Kerzen machen können. Blümchen, da können wir eigentlich auch mal dran rumspielen. Weil so eine Motte ist ja manchmal beim Angeln auch nützlich. Aber kam keine bei rum. Okay, dann lass.
kümmern wir uns lieber um die Bienen. Ah, sehr schön. Da waren Bienenwachs mit dabei. Ach ja, auch nochmal. Und sogar Bienen. Sehr schön. Und nochmal Bienenwachs und Bienen. Herrlich. Perfekt. Sehr schön. Dann gucken wir einmal hier oben bei unserem untoten Mitarbeiter vorbei. Und ich würde sagen, der ist schon wieder fertig. Dann darfst du doch gerne ein bisschen nützlich machen. Da schon mal was wegbringen. Ich nehme auch gleich einen mit längs. Ne? Jeder Gang macht schlank und schneller Gang macht schneller schlank. So. Könnte ich ja eigentlich auch gleich nochmal hier ein bisschen Stein abbauen. Reicht die Energie dafür noch? Oh, sollte eigentlich... Ah, das sieht gut aus. Oh. Sehr schön. Dann ein paar Rohstoffe mitnehmen. Und dann hauen wir uns einmal aufs Ohr. Würde ich jetzt mal sagen. So. Einmal Steine, weil wir müssen jetzt auch noch wieder ein paar Grabumrandungen, Grabsteine machen und so weiter. Aber das soll dann alles erst Zukunftsmusik sein. Jetzt gehen wir eine Runde pennen, ein bisschen Energie aufladen, Ausdauer aufladen. Und dann gucken wir mal weiter. Dann ja, können wir eigentlich dann direkt dazu übergehen, dass wir uns dann da die Steine und Grabumrandung machen, ein paar nette Grabsteine. Ja, würde ich sagen, das klingt eigentlich nach einem guten Plan. So, dann wollen wir hier fertigen. Genau, Steinkreuz fügt auch noch 3 hinzu. Grabstein 2, genau, das wollen wir. Und Steinegrabumrandung. Grabstein 2. Ah, jetzt weiß ich bloß nicht. Machen wir mal gleich 2 Stück. Machen wir mal gleich 2 Stück. So. Ist das Inventar schon wieder voll? Ja, Tatsache. Ja, das ist natürlich dann auch wieder ungünstig. Also machen wir das doch erstmal ein bisschen leer. Öffnen. Blümchen raus. Bienen können auch raus. Hier auf jeden Fall. Die Holzplanken können raus. Die Asche lagern wir woanders, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Honig, das können wir auch hier drin loswerden. Honig. Also ein bisschen Honig können wir ja vielleicht sogar auch einfach mal futtern. Dass wir ein bisschen Honig auf Tasche lassen. Und jetzt, wo ich den grünen Schleim gerade sehe, ich glaube, wir können doch auch einen Wackelpudding machen. Grüner Wackelpudding, Tatsache. Machen wir doch einfach mal so einen grünen Wackelpudding. Also ich fand als Kind Wackelpudding ja total geil. Ich finde ihn jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich esse ihn tatsächlich nicht mehr so häufig. wie findet ihr Wackelpudding? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Honig lassen wir auch nochmal mit auf Tasche. Das gute Fischfilet. Können wir das hier auch nochmal vielleicht lagern? Haben wir noch Platz? Nee. Wieder mau aus mit dem Platz. Wir haben einfach zu viel Mist. Ist egal. Ist auch nicht schlimm. Ich überlege nur gerade. Nö, dann lass es erstmal so. Okay, verlassen. Aber die Nägel können wir auspacken. Nägel können raus. Asche und so bringen wir gleich unten weg. Genau. Okay, dann legen wir jetzt hier weiter los, dass wir den einen Grabstein noch eingesammelt kriegen. Dann noch ein paar steinerne Umrandungen. Genau, auf der zweiten Stufe. Aber dafür brauchen wir einen polierten Stein. So. Fertigen. Nochmal. Zack. Und dann wollen wir damit den steinerne Grabumrandung. 2 Stück. Bitte. So und so. Okay. Und eigentlich könnte man dann... Ach, unser Mitarbeiter war hier auch gerade unterwegs. Sehr schön, hat was abgeliefert. Könnte man ja sowas wie den Eisenmeißel dann hier auch zwischenlagern, weil wir brauchen ihn ja tatsächlich nur hier. Und dann gehen wir jetzt einmal direkt zum Friedhof und wollen das Ganze dort dann auch einmal aufbauen. So, wir müssten hier ja noch irgendwo Gräber haben, wo nichts bei ist. Abstein. Ah, aber jetzt hier so ein Abumrandung. Ah, jetzt kam gerade auch wieder eine Leiche an. Sehr schön. Das wäre dann ja wieder fast Perlen vor die Säue. Kümmern wir uns sofort um die Leiche. Wollen wir erstmal die Gräber hier noch schier machen, wenn wir schon einmal hier sind. Zack. Ja, hier auf jeden Fall ist so eine Grabumrandung noch. Zack. Sehr schön. Boah, schon eine 96er-Wertung. Leute. Hammermäßig.
Dürfen wir auch nicht vergessen, Fischfilet zu kaufen. Aber wir brauchen Gott sei Dank nur noch eins. Okay, also für den morgigen Tag nochmal mit. Auch für Memo draufnehmen. Fischfilet kaufen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So. Ja, wir könnten Blut und Fett rausnehmen. Und dann ist der schick. Ist der good to go. Mehr oder minder. Dann machen wir das doch. Ach, reicht die Energie wieder nicht. Auf dem letzten Meter ausgegangen. Zack. So. Dann wollen wir das gleich wegpacken. Weil mir fällt auch gerade ein, vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen was untersuchen. Blaue Punkte geben. Es gibt grüne Punkte. Grüne Punkte haben wir im Moment ja echt ohne Ende. Ich beendet. Rostiger Hammer. Beendet. Die haben wir alle noch nicht untersucht. Ich glaube, ich würde hier einmal so Werkzeug untersuchen. Aber ach, wir haben nicht genug Wissenschaftspunkte. Okay. Dann müssten wir noch wieder ein Kapitel erstellen, glaube ich. Damit wir das machen können. Nee, das Fett haben wir hier. Sondern das haben wir hier. Fett und Blut. So. Genau. Dann gleich wieder Kerzen herstellen. Ein Schwung, ja, warum nicht? Ein Schwung Kerzen, zack, und fertig ist es fertig. Notizen. Notizen können wir auch herstellen. Das machen wir auch einmal. Direkt mit. Ah, reicht, sehr gut. Und die, genau, müssen wir dann ja hier oben einmal anschauen. Notizen. Jupp. Und dann können wir jetzt nämlich sagen, wir möchten gerne uns die Spitzhacke mal genauer angucken. Auch genug Wissenschaftspunkte. Reicht die Energie wieder nicht. Essen wir doch mal so eine Rübe. Oder nee, wir haben ja auch den grünen Wackelpudding. Essen wir den doch mal. Oh, das gab ordentlich Energie. Zacke. Oh, und ein Haufen rote Punkte. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Das finde ich gut. Weil dann können wir nämlich auch gleich nochmal in den Fertigkeitenbaum reingucken und dort dann, es regnet. Und vielleicht auch mal wieder ein paar Sachen freischalten, die uns dann vielleicht weiterbringen. Bauen Grabstätte. So. Klack. Kollegen nochmal hier direkt unter die Erde bringen. Zu das Ganze. Genau, und da kümmern wir uns dann drum, wenn Zeit da ist. Gut. Ach ja, wir hatten noch Kerzen auf Tasche. Die können wir eigentlich gleich auspacken gehen. Nicht, dass die hier wieder ewig lange doof rumliegen bei uns. Genau. Ja. Und dann müssen wir. Eigentlich mal diese ganzen Erzeugnisse hier verkaufen. Die würde ich gerne mal loswerden wollen. Wir haben ja auch noch hier die Bestattungsurkunden, die könnten wir auch mal verscherbeln. Ach ja, Salz und Asche, die wahrscheinlich gerade unten im Keller loswerden können, ne? Ah, ist egal. Wir nehmen jetzt den Ruhestein zum toten Pferd. Zack. Das werden wir direkt dahin springen. Und dann handeln wir unsere drei Bestattungsurkunden hier gleich einmal weg. Die nämlich schon erledigt. Und dann würde ich sagen, auch wenn es noch verdammt früh ist, gehen wir einfach mal schon mal Richtung Leuchtturm. Und dann können wir dort dann hoffentlich das letzte Fischfilet kaufen. Dann sind wir nämlich gut aufgestellt für den dann morgigen Sonntag und können dann hoffentlich auch endlich unsere Kirche aufs nächste Level bringen. Das wäre famos. Endlich, nach der herben, wirklich herben Enttäuschung in der letzten Episode, würde es mich doch dann freuen, wenn es dann noch ein gutes Ende nehmen würde. So, der Astronom ist auch da. Oder Astrologe. Hat der vielleicht noch was Interessantes? Säure, Funktionswerkzeug, Handeln. Kann er eigentlich irgendwas Cooles noch verkaufen? Hier könnten wir auch Kapitel kaufen für 3 Silber. Okay. Gebundenes Buch könnten wir auch kaufen. Taschenbuch. Das sind alles Sachen, bis auf Tinte und Feder, die wir ja selber schon mittlerweile herstellen können. Ich glaube, ich nehme nochmal Tinte mit. 3 Federn.
Nee, man brauchte immer 5, glaube ich, ne? 1, damit es genau aufging. Ich glaube, so war das. Ja. Okay, jetzt müssen wir halt nur warten, bis der Leuchtturmwärter dann irgendwann mal erwacht aus seiner wohlverdienten Nachtruhe. Ja, aber das wird er ja gleich tun. Mal gucken, ob wir in der Zwischenzeit hier vielleicht noch einen Apfel oder so einsammeln können. Ob es hier vielleicht noch einen Apfel für uns gibt. Ah, Tatsache. Zack. Mal ein paar Äpfel mitnehmen. Er ist auch noch nicht da, der Bengel. Lässt sich aber auch feiern. Der Leuchtturmwärter. Ah, hier können wir auch noch Äpfel sammeln. Perfekt. 8 Äpfel. Kann man sogar mal ein paar von futtern jetzt. Jetzt haben wir mal 4 Stück. Ein bisschen Energie. So, du darfst aber auch mal kommen. Also erscheinen. Alles andere soll er bitte im Verborgenen tun. Ah, da ist er. Sehr schön. Handeln. 2 Stück hat er sogar. Gutes Fischfilet. Aber wir brauchen ja nur noch 1. So. Ich habe dadurch, durch dieses Rumgekaufe, war noch nicht ganz, aber fast Rang 3 sogar schon erhalten. Jetzt haben wir 4 Stück. Jetzt kontrollieren wir nochmal. Beim Bischof, da ist er. 4 gute Fischfilets. Es sind 4 gute Fischfilets. Okay, dann sollten wir ja gut aufgestellt sein. Hoffe ich. So, ja, wir teleportieren uns einmal nach Hause. Er hat aber tatsächlich einen gewissen Cooldown, okay. Und hier wollen wir nun... Wir müssen unser Zombie eigentlich auch nochmal umsetzen, wenn ich so überlege. Der dürfte so eigentlich jetzt schon wieder alles hierher geschleppt haben. Da kann er eigentlich schon wieder Holz hacken. Das müssten wir eigentlich echt nochmal in Angriff nehmen. Noch einiges für hier unten zum Wegpacken. Dann will ich eigentlich auch noch schnell eben fix die Erzeugnisse beim Bauern verkaufen. Den Fußweg müssen wir noch auf uns nehmen. Das nützt leider nichts. Asche raus. Und das Salz, wo ist es da? Salz. Genau, und hier die Tinte und die Federn, die können wir hier lagern. Das haben wir hier ja schon mit drin. Genau. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Wir haben noch einen Grabstein, den können wir doch dann direkt oben noch damit draufklüppeln. Wir haben ja hier noch so ein Grab ohne Grabstein. Warum habe ich das vorhin eigentlich nicht gemacht? War ich wieder wahrscheinlich ein bisschen zu fix, wa? Gut, hätte ich hier jetzt ja genauso machen können, sehe ich gerade. Da hätte sich das sogar mehr gelohnt, sehe ich gerade. Ach, verdammte Hacke. Naja, gut, sei es drum. Also, jetzt nochmal mit dem Fußbus, ganz klassisch. Zum Bauern und dort dann die landwirtschaftlichen Erzeugnisse verkauft. Nochmal ein bisschen Geld machen. Und dann soll es das eigentlich schon für diese Episode dann wieder gewesen sein, denke ich. Dann haben wir schon wieder eine ganze Menge geschafft und sind endlich, endlich gut vorbereitet auf den nächsten Besuch vom Bischof. Haben die 4 guten Fischfilets, können ihm die um die Ohren hauen und endlich die Kirche auf die nächste Stufe bringen. Das wird famos, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So, erstmal alles hier verhökern. Ich weiß gar nicht, ob er sich das überhaupt alles leisten kann, unsere ganzen Erzeugnisse hier. Verfügt ja auch nur über eine gewisse Anzahl an Geldmitteln. Deswegen habe ich auch nicht alles an Erzeugnissen mitgenommen, weil es halt einfach zu viel wäre. Das ist ja irgendwo Bullshit dann. Aber hat gepasst. Sehr schön. Noch ein bisschen was für die Haushaltskasse getan. Das Inventar geleert. Sehr schön. Freut mich. Dann jetzt wieder zurück. Und dann, ja, ist dann auch schon fast Sonntag. Oh, und die nächste Leiche ist auch schon unterwegs. Oha. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode erledigen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze wieder Spaß gemacht hat. Ich hatte wieder sehr viel Spaß und dann freue ich mich schon darauf, euch dann im nächsten Teil wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben, wie gesagt, jetzt schon endlich die Voraussetzung geschaffen dafür, dass ja, wir nun dann hoffentlich die Kirche ausbauen können. Und ja, seid bei der nächsten Episode gerne wieder mit dabei. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like, einen Daumen oder
ein Kommentar da, im besten Fall natürlich ein Abo. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen granatenstarken Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.